Four Aim Games. Und THQ. Metro 2032. Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu kommen. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Metro 2032. Okay. Das Ding lädt so gut wie gar nicht nach. Das ist schon mal sehr schön. Ja, ich habe schon mal alles voreingestellt. Außer die Lautstärke natürlich. Hab allerdings noch kein neues Spiel begonnen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Ich würde sagen, ich spiele mal. Ah ja, ich wollte noch mal gucken, ob sich die Steuerung verändert hat. Tastatur, Bewegung, kriechen. Sprinten, kriechen. Nein. Nein, ich meine das und kriechen. Mal streng. So. Waffen. Granate, Maustaste, nächste. Ja, ja, ja. Passt alles. Pack. G ist Gasmaske. F ist Licht. Medikex Q. Gut. N ist Nachtsicht. Spiel interagieren eh. Ja. So. Und ich habe bis jetzt noch nie so ein Spiel gespielt. Eine Art Horrorspiel. Und ich hatte wirklich Schiss davor, das anzuspielen. Aber ich sag jetzt eben Scheiß drauf. Machen wir. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg durch die Albträume zu kämpfen, die uns dort erwarten. Meine lange Reise näherte sich dem Ende. Aber hatte ich die Courage, den Willen, alles durchzustehen? Das wissen wir nicht. Ach ja. Hey. Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Oh. Hab dich! Hopp! Ja! Ja! Nett. Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen.
Naja, als erstes die... Hallo? Irgendwas bewegt sich im nächsten Raum. Öffne das Tor, ich decke dich. Oh, es ist immer noch... Tut mir leid, aber da muss ich direkt... Einmal in den Einstellungen die Steuerung... Maus... Hallo? Komplett runterstellen. So. Ja. Ewans. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Manuelles Hilfssystem. Ach ja. Kannst du das jetzt loslassen? Atjom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Welchen Kisten? Ah. Bereit, Atjom? Mir nach. Nein, ich bin noch nicht bereit. Warte. Auf mich. So. Okay. Super. Was kann ich denn jetzt wechseln? Ich kann die nehmen. Oder ich kann die nehmen. Ich würde sagen, ich nehme mal die. Da habe ich nämlich noch einigermaßen Munition. Ja, schön. Okay. Auf nach oben. Natürlich. F, um die Lampe einzuschalten. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Trocken. An vielen Orten, insbesondere in der Oberfläche, benötigt man zum Überleben eine Gasmaske. Ja, ist irgendwie klar. Beginnt der Charakter zu husten, müssen sie G drücken, um die Gasmaske anzulegen. Nehmen sie die Gasmaske wieder ab, indem sie G gedrückt halten. Um zu sehen, wie lange... Ah, deshalb ist das T. Gut. Wir sind fast da. Dies also. Ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Turm. Gut. Lade deine Waffe. Ja, hab ich. Da kommen sie. Wer kommt? Wo schießt du hin? Oh. Schön. Schön. Nein, 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 nein. Atjom, wenn du verwundet bist, musst du ein Medipack benutzen. Cool. Versuchen wir es mal mit sie. Atjom, bereit? Zieh. Und? Erledigt! Super. Raus hier! Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen! Ullmann, bitte kommen! Ende! Ich höre sie laut und deutlich. Ende. Wir sind am Turm. Ich wiederhole. Wir sind am Turm. Ist die Gruppe ausgerückt? Ende. Scheiße. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Gehen wir. Die anderen müssten bereits hier sein. Ist irgendwo eine Weganzeige, oder? Und da sind sie. Ups. Okay. Ich glaube, ich sollte mal... Mich ein bisschen. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst.
Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis! Ruhig bleiben! Achtet auf eure Kehrseite, Jungs! Ja, anders scheint es jetzt härter als in der Bibliothek. Soll ich die jetzt abschießen, oder? Oh! Aua! Wo ist der? Ey, wer greift mich da an? Ah, hinter uns. Vor uns, neben uns. Scheiße, ich glaube, ich bin tot. Dämonen! Ja, was soll ich machen? Was kann ich machen? Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen folgen würde, an dem Hunter, der Freund meines Stiefvaters, zu uns kam. Ich auch nicht. Boah, ich habe jetzt schon die ganze Zeit Gänsehaut. Das kann vielleicht auch daran liegen, dass es hier ziemlich kalt ist. Denn ich wohne im Keller. Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm. Gut, gibt es vielleicht in den Optionen, tut mir leid, dass ich nochmal unterbreche, aber Video, gibt es da vielleicht eine Möglichkeit für V-Sync? Denn das Bild zerreißt mir hier ziemlich oft und das finde ich nicht besonders schön. Leider nicht. Puh. Kann ich noch was machen? Gut. Okay. Okay, das Bild zerreißt wirklich. Gehen wir, Artyom. Scheiße, Schweine, Krankheiten. Ich habe schon Schlimmeres durchgemacht und Alex, gebe nicht auf. Ja, Nikolai. Was haben Sie vor? Sie jagen? Die Station wird nicht länger überleben, wenn diese Angriffe nicht aufhören. Wir müssen etwas tun. Was können wir denn noch tun? Das ist eine gute Frage. Die werden uns alle umbringen. Wir werden sehen, was Hunter sagt.